Das Besondere an der Anschlusstechnik für organische Photovoltaik ist, dass wir hier extrem dünne Folien haben und die Anschlusselemente müssen sich richtig fest mit der Folie verbinden, dass durch die Kapillarwirkung keine Feuchtigkeit eindringt. Des Weiteren sind x-beliebige Formen möglich mit organischer Photovoltaik und wir können mit unserer Anschlusstechnik ganz kleine x-beliebige Formen gestalten. Das Besondere an der Anschlusstechnik ist, dass wir eine Vergussmasse verwenden und diese Vergussmasse verbindet sich mit der Folie und dadurch bekommen wir einen dichten Anschluss und es kann durch Kapillarwirkung keinerlei Feuchtigkeit eindringen. Der Unterschied zwischen der organischen und siliziumbasierten Photovoltaik ist primär gegeben über die Leistungscharakteristik der Photovoltaik oder der Technologie. Das fängt an, dass wir die Hoch-PV bzw. die organische Photovoltaik wesentlich besser im Bereich der Gebäudefassaden und der nicht typischen Photovoltaik-Applikationen einsetzen können, weil die OPV Leistungseigenschaften hat im Bereich des Ertrags, der weit über dem liegt, was die klassische Photovoltaik kann. Die organische Photovoltaik erzeugt mehr Strom als die klassische Photovoltaik. Kommt daher, dass wir in der Zelle eine andere Architektur haben und das einfallende Licht besser ausnutzen können. Das Besondere an der organischen Photovoltaik ist die Freiheit, die die Designer, die Architekten bekommen. Denn jetzt kann man mit dieser neuen Drucktechnologie die Solarzellen nach dem eigenen Design, nach den eigenen spezifischen Maßen, die das Projekt des Architekten oder des Entwerfers erfordert, die eigene Solarzelle herstellen, eigene Designs entwickeln, eigene Farben und damit kommt eine Freiheit in die Solartechnologie, die es in dem Maße nicht gegeben hat. Wir kennen ja diese großen Paneele, die den Architekten gequält haben, Rastermaße, die die Architekturprojekte quälen regelrecht und das ist vorbei. Man sieht zusätzlich, wie filigran diese Elemente sind. Wir sehen hier dieses ultradünne Netzwerk und mit dem Sonnenlicht kommt noch ein Aspekt hinzu. Die OPV ist durchsichtig, transparent bis opak und es entsteht ein wunderschönes Lichtspiel hier auf diesen Baumflächen hinter uns. Es kommt also ein komplett neues ästhetisches Moment dazu, was es so nicht gegeben hat. Auch hier ist es hochinteressant für Bauherren, weil diese Technologie in vielen Fassaden, nicht nur nach Süden, sondern Norden, Osten, Süden anwendbar ist. Es ist kostengünstiger auf die Dauer und damit ergeben sich viel mehr Möglichkeiten, OPV in ein Gebäude zu integrieren und damit das Gebäude aufzuwerten energetisch und auch für die Zukunft auszurüsten, denn das Thema Nebenkosten ist ja etwas, was immer wichtiger wird.